Zu der Oper, bitte. Alte Oper. Alte Oper. Ich möchte jetzt erklären, wie fotografiert man verdammt nochmal diese ganzen Brunnen, diese Springbrunnen, Becher, Wasserfälle und so weiter. Da gibt es im Prinzip immer die gleichen Einstellungen, aber diese Einstellungen sind nicht ohne. Und zwar geht es um Folgendes. Wir wollen so fotografieren, dass wir die Wassertropfen einfrieren und wir wollen natürlich auch so fotografieren, dass wir genug Schärfentiefe haben. Also speziell, wenn Wasser scharf ist und Brunnen unscharf, gut, das ist nett, aber es ist nicht im Sinne des Erfinders. Also wir wollen alles durchgehend scharf haben. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt mit Blendenvorwahl fotografieren und setze auf Blende 10, dann habe ich natürlich die optimale Schärfe von vorne bis hinten. Aber das Problem ist, dass die Zeit nicht mitspielt. Das bedeutet, die Zeit wird vielleicht so sein, dass wir ein 500stel der Sekunde haben bei schönem Wetter. Wenn Wetter schlecht ist, dann haben wir ein 60stel der Sekunde oder ein 80stel der Sekunde. Das geht natürlich überhaupt nicht, weil das Wasser wird dann verwischt. Und so haben wir unscharfe Tropfen und das sieht so aus, dass wir die Fotos gleich löschen können. Deshalb möchte ich jetzt vorschlagen, dass wir zum manuellen Modus wechseln. Ich überspringe jetzt einfach mal Zeitvorwahl, weil wenn ich jetzt sage, okay, 2000stel Sekunde, dann bekommen wir falsche Blende. Dann bekommen wir vielleicht Blende 4, Blende 5. Und dann haben wir keine Schärfe. Deshalb manueller Modus. Im manuellen Modus steuern wir beides zusammen. Ich wähle jetzt zum Beispiel Blende 10, das heißt Schärfe von vorne bis hinten. Ich wähle Verschlusszeit 1/2000stel der Sekunde, das heißt die Wassertropfen werden eingefroren. Noch besser ist aber, wenn wir 2500stel der Sekunde nehmen, weil so sind wir absolut sicher, dass die Tropfen kristallklar aussehen, dass sie richtig schick sind, dass sie scharf sind und durch die Blende 10 kontrollieren wir die Schärfe wirklich im sehr breiten Bereich. So arbeite ich mit Wasserspielen, mit Brunnen, mit Wasserfällen, wenn ich sie natürlich einfrieren möchte. Andere Thema, wenn ich Wasserschleier erzeugen möchte, dann brauche ich natürlich einen ND-Filter, dann brauche ich lange Verschlusszeit. Aber das ist ein anderes Thema, andere Aufgabe und das wollen wir jetzt nicht. Was ist mit ISO? ISO setze ich auf Automatik wie immer, weil bei guten Lichtverhältnissen, wie zum Beispiel jetzt, kommen wir mit ISO nicht sehr hoch. Ich schätze mal maximal 400, 500, damit können wir wunderbar leben, sogar bis ISO 1000 können wir damit gut leben, weil die Kameras wie zum Beispiel Alpha 6000, 6300, 6500, 6000, weiß Gott was, whatever, funktionieren auch bei hohen ISO-Zahlen sehr gut und wir haben damit überhaupt kein Problem. Ja, das sind jetzt die drei Kriterien, nach denen wir arbeiten. Also erstmal Blende zumachen, sodass wir Schärfe von vorne bis hinten gewährleisten können. Dann Verschlusszeit, zum Beispiel 1/2500stel der Sekunde, sodass die Wassertropfen in der Luft eingefroren werden. Und ISO-Automatik, damit wir uns um ISO keine Gedanken machen müssen. Zum Beispiel, ihr seht jetzt dieses Video. Ja? Einmal war es absolut sonnig, dann kam so eine kleine, blöde Wolke und es wurde trüb. Und genau das Gleiche erwartet euch natürlich auch beim Fotografieren von Brunnen. Und damit ihr auf solche Überraschungen gefasst seid, ja, am besten ISO-Automatik. Habe ich was vergessen? Natürlich nicht. Ich habe noch Fokus vergessen. Wie fokussieren wir am besten? Gut, wenn ich jetzt sage, ich stelle auf breit ein, dann bedeutet das, dass ich voraussetze, ihr habt eine Systemkamera. Ihr habt aber nicht alle eine Systemkamera. Viele von euch arbeiten mit Spiegelreflexkameras, deshalb würde ich da absolut differenzieren. Bei Systemkamera, klar, ich stelle auf breit und die Kamera wählt selbst, wo sie fokussieren soll. Meistens funktioniert das,
Ab und zu mal funktioniert das nicht, aber ich würde sagen, die Trefferquote liegt bei ungefähr 90% und das ist natürlich schon mal sehr gut. Wenn ihr mit Spiegelreflexkamera fotografiert, ich habe das auch jahrelang gemacht, dann habe ich so gemacht, ich habe einen Punkt genommen, zum Beispiel den mittleren Punkt, habe fokussiert mit dem mittleren Punkt und dann eine Aufnahme gemacht. Apropos eine Aufnahme. Eine Aufnahme ist nicht ganz korrekt, weil mit einer Aufnahme arbeiten wir nicht ganz sicher. Wenn wir zum Beispiel an einem Springbrunnen fotografieren, kann es durchaus passieren, dass die Wasserform, also die Tropfen, die sehen vielleicht nicht ganz so gut aus. Deshalb würde ich empfehlen, mehrere Bilder zu machen, nicht nur ein Bild. Und da kommt Serienbildfunktion ins Spiel. Wenn ich jetzt auf Serienbildfunktion umschalte, dann habe ich zum Beispiel 10 Bilder pro Sekunde und ja, also von 10 Bildern, die ich innerhalb einer Sekunde aufgenommen habe, ist irgendein Bild dabei, was richtig gut ist und dann können wir alle glücklich sein. Das war's eigentlich. Also mehr ist das nicht. Gut, die ganze Belichtungskorrektur. Ich habe während des Workshops immer gesagt, ja, also bei manchen Kameras ist es erforderlich, dass wir gleich eine leichte Belichtungskorrektur einbauen, zum Beispiel -1/3 oder -2/3. Es trifft aber nicht bei allen Kameras zu. Ich habe gesehen, zum Beispiel Canon, Nikon, je nach Modell, also die belichten schon mal ziemlich korrekt, sogar fast zu dunkel. Deshalb ist da die Belichtungskorrektur nicht erforderlich. Aber sonst braucht ihr euch um nichts Sorgen zu machen, weil es funktioniert alles perfekt. Die Fotos, die ich jetzt eingeblendet habe, habt ihr gesehen. Wir können mit diesen Fotos sehr gut leben. Und dass wir so fotografiert haben, dass wir Springbrunnen mit Gebäuden im Hintergrund kombinieren, dass wir eine spannende Bildkomposition nehmen, dass wir ungewöhnliche Perspektiven nutzen, das ist absolut das Wichtigste. Die Einstellung kann man lernen, die Perspektive, die muss man üben. Also das kommt nicht von heute auf morgen, macht ein Bild, macht noch ein Bild, macht keine Postkartenperspektive, weil die ist langweilig. Versucht einfach mit der Kamera so zu arbeiten, dass ihr das so sieht, wie das kein anderer sieht. Und dann seid ihr auf jeden Fall auf der richtigen Seite. So, jetzt sind wir fertig mit Brunnenfotografie, aber mit Frankfurt sind wir noch nicht fertig. Heute nicht. Ja. Da kommt noch ein bisschen was. Aber war schon viel Frankfurt in kurzer Zeit. Ja, auf jeden Fall. Und es hat uns hier sehr gefallen. Und das ist nicht das erste Mal, dass wir über Frankfurt berichtet haben. Weil es gibt ein zweites Video über Frankfurt. Bleibt gespannt. Also guckt nächsten Freitag auf YouTube. Ihr werdet sehen, wir haben noch einiges für euch parat. Und ja, klassische Werbung. Ja? Im Shop vorbeischauen. Produkte erwerben, die einem das Leben leichter machen, wie zum Beispiel unsere Schärfe-Kollektionen für Photoshop, für Lightroom, für Landschafts- und Architekturfotografie, für Tierle, Schärfen, Aktionen und so weiter. Und natürlich die Lernvideos über Reisefotografie, über Bildbearbeitung in Photoshop, Bildbearbeitung in Lightroom und alle anderen Sachen, die einfach Spaß machen. Ich habe es gut gesagt. Aber ich habe der ist heute so schweigsam. Ich verstehe das alles nicht. Sonst sprudelt er wie ein Wasserfall. Ja? Heute ist er irgendwie schweigsam. Naja, wer auch immer, er fühlt sich wahrscheinlich ein bisschen eingeschüchtert, aber beim nächsten Video wird er abgehen wie eine Rakete. Das garantiere ich euch. Also, bis zum nächsten Mal. Seid gegrüßt. Wir haben euch alle lieb. Tschüss.